Willkommen, liebe Videofreunde. Wir wünschen euch ein frohes Neues. So ist ja. Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. So. Klappt die dritte. Ja, also alles Gute für euch fürs neue Jahr. Viel Gesundheit, schöne Reisen und viel Glück wünschen wir euch, möchten uns auf diesem Wege auch ganz herzlich für eure lieben Wünsche bedanken und schönen und netten Kommentare, gerade unterm letzten Video oder den letzten beiden Videos. Das hat gut getan und hat uns absolut gefreut und vielen herzlichen Dank dafür. Ja, wir sind wieder zu Hause und wollen jetzt mal so ein kleines Resümee nochmal von unserem Urlaub machen, weil wir es einfach im Urlaub dann nicht noch mal geschafft haben, da so ein Video zu machen. Haben wir gedacht, machen wir zu Hause in Ruhe dann. Ja, also stehen geblieben im letzten Video sind wir ja in Seifen, wo wir den Kurort Seifen besucht haben. Und das ist ein sehr schönes Örtchen, gell? Ja. Ist halt alles auf Holzkunst auch ausgelegt. Ich finde es auch gut, dass die Tradition aufrechterhalten wird. Und man kann sich dort eben verschiedene Geschäfte angucken, auch so Schauwerkstatt. Ich war dann am letzten Tag, bevor wir losgefahren sind, sind wir nochmal nach Seifen auf dem Parkplatz und von dort aus kann man in so eine Schauwerkstatt gehen. Da habe ich nochmal ein paar Aufnahmen gemacht und dort sind halt Leute, die dort arbeiten und das alles mit Hand anfertigen und man kann dort zuschauen. Und es gibt auch für Kinder eine sehr schöne Ecke, die dort basteln können, selber sich ausprobieren können, malen können, alles Mögliche. Und
das war ganz interessant gewesen, da nochmal sich das anzuschauen. Da gibt es auch die ganzen alten Werkzeuge, die man gebraucht hat oder vielleicht sogar noch braucht, das weiß ich gar nicht genau, für die Herstellung der Skulpturen und Sonstiges. Ja, also das war sehr schön. Wir haben dann noch dort ein Glühweinchen getrunken, ne? In Seifen. Ja, nächsten Tag war ja dann Silvester und wir haben ja prinzipiell in diesem Urlaub nicht so sehr viel unternommen und haben einfach mal 5 Grad sein lassen und uns so ein bisschen erholt. Das war auch bitter nötig für alle beide. Von daher haben wir auch nicht ganz so viel diesmal gemacht. Wir waren Silvester schön spazieren gewesen und Wetter war wunderbar und haben den Abend ganz, ganz ruhig angehen lassen. Und dann haben wir uns ein Menü gekocht. Es gab Rinderfilet mit Kroketten und Brokkoli, was allerdings eine ganz schöne Herausforderung war, gell? Mit 2 Flammen, also eigentlich einer Flamme, weil du kannst ja gar nicht 2 Töpfe nebeneinander stellen. Sind sie zu klein dazu, also 2 Pfannen gar nicht. Und dann habe ich so überlegt, wie machst du denn das jetzt am besten, dass alles punktgleich fertig ist? Ja, dann habe ich zuerst also das Gemüse gemacht und habe das dann beiseite gestellt. Und dann haben wir die Kroketten in Omnia gelegt. Die sind übrigens sehr gut geworden. Gell, die haben geschmeckt, guck mal. Ja. Und dann habe ich die so bis kurz vor fertig praktisch im ersten Gang fertig gemacht. Habe die auch beiseite gestellt. Dann hat Michael das Rinderfilet gemacht. Und als das dann ein bisschen noch geruht hat, hattest du das eigentlich in Alufolie eingewickelt? Nee, einfach so. Okay, und in der Zwischenzeit habe ich dann nochmal die Kroketten schnell angemacht und nochmal durchgeheizt und den Brokkoli. Und es war alles wunderbar. Also wir haben es hingekriegt. Es war Herausforderung, aber wir haben es hingekriegt. Ja, dann haben wir es uns schmecken lassen. Und dann haben wir ganz ruhig Silvester verbracht. Mir hatte ja erst ein bisschen Bedenken und Angst, weil neben uns ein bisschen geballert wurde, ne? Aber es war gar nicht so schlimm. Dann, die haben dann... Nee, da war ich aber gerade mit dem Hund draußen, als sie die Raketen abgeschossen haben, da hat er Angst gekriegt. Ja. Im Auto dann war alles gut. Da ging's, ja. Ja, das, was ihm zugute kommt, ist ja, dass er nicht mehr so gut hört. Und aber dann draußen, also es ist genau dann, ne, wo Michael mit ihm mal kurz auch nur draußen war, gingen da Raketen auf dem Platz los. Das haben die dann aber später nicht mehr gemacht. Die sind dann wirklich ins Feld gegangen, da weiter runter und war alles gut. Also da haben sich alle vorbildlich verhalten auf dem Platz. War wunderbar. Die Gaststätte da oben, die hatte auch so eine Silvesterparty gemacht. Ja. Und da waren, glaube ich, auch einige da, ne? Ja. Weil man hatte so das Gefühl, dass auf dem Platz waren nicht viele am Silvesterabend. Ja. Also ich nehme an, dass die da hochgegangen sind ins Hotel. Die haben dann mit DJ und mit Buffet und mit allem haben die da gemacht. Das war bestimmt nicht schlecht gewesen. Aber wir können das ja nicht wegen Hundi. Und wir haben es dann also ganz ruhig angehen lassen, das neue Jahr. Haben RBB geguckt, die 80er. War was für mich. Ja. Tanzen wolltest du mit mir nicht. Da ist so ein Kuscheltanz, so ein Schieber wäre schon gegangen. So. Naja, dann haben wir halt schön Fernsehen geguckt und dann Mitternacht angestoßen und dann haben wir das noch zu Ende geguckt im RBB und dann sind wir ins Bett. Wunderbar. Nächsten Tag aufgewacht, kein Kater, frisch und munter. Wunderschönen Neujahrsspaziergang gemacht. Und ja, Michael ist dann Abendessen gegangen, weil ich hatte keinen Appetit auf Fleisch. Und so. Alleine essen gegangen und ich habe mir hier Gemüse gemacht und da haben wir ganz ruhig gesessen. Ich habe das Video schon fertig geschnitten, also war alles wunderbar, sehr relaxed, sehr erholt. Und am 2. Januar haben wir da mal so einen Abstecher in der Tschechei gemacht. Das ist so ein Rundweg, ne? Wie lang war der? Ungefähr 20 Kilometer? Ja, der zweite See ist ja schon wieder in Deutschland. Ja. Naja, wir sind an so 2 Stauseen vorbeigefahren. Ja. Einer war in der Tschechei und der eine war in Deutschland. Und aber das ist so nicht weit gewesen, die Tour. Nee. 15 Kilometer oder so, wa? Ja. Ja. Ist so ein kleines Stück durch die Tschechei, geht da so rum und dann kommt man dann in diesem Neuhausen wieder raus. Da waren wir dann einkaufen gewesen und haben auch also ganz gemütlich den Tag verbracht. Und dann am 3. sind wir losgefahren.
So, nach 6 Tagen reisen wir jetzt heute ab. Von dem schönen Campingplatz in Seifen am Ahornberg, Hotel Ahornberg. Uns hat es sehr gut gefallen hier. Und wir hatten jetzt mal erholsame Tage. Es war wirklich schön, dass wir mal nicht so viel unterwegs waren. Heute wollen wir uns nochmal den Schwarzwasserweg anschauen. Und wir haben jetzt einen Tag verlängert sozusagen. Eigentlich sollte es heute schon nach Hause gehen. Aber wir haben noch einen Tag verlängert und bleiben noch bis morgen. Und wollen uns nochmal die Region am Schwarzwasserweg anschauen. Ja, und was ich euch nochmal zeigen möchte jetzt, ist das Sanitärhaus hier. Und das ist eigentlich recht schön. Es ist innen drin alles soweit in Ordnung. Die Duschen könnten ein bisschen erneuert werden. Da ist doch in den Fugen recht viel Schimmel. Das lässt sich allerdings auch nicht vermeiden. Das ist einfach so. Das hat man ja oft auf Campingplätzen, weil eben auch, man sieht es gerade wieder, nicht so richtig gelüftet wird. Ja, also man muss halt wirklich auch gut lüften, damit der Schimmel nicht so entsteht. Und das hat man halt relativ oft. Ich bin da nicht ganz so empfindlich, muss ich ehrlich sagen. Aber wer empfindlich ist, der wäre vielleicht jetzt hier nicht ganz so glücklich. Ja, hier ist die Spüle. Mal gucken, ob jemand drin ist. Nee. Also ihr habt hier die Spüle. Und hier ist nochmal so ein Raum, wo man eine Waschmaschine hat. Und ja, nochmal so Spülbecken halt eben hat. Hier rein. Gucken, ob jemand drin ist. So. Schauen wir mal, ob jemand hier ist. Nee. So, und hier sind jetzt die Toiletten. Ist auch alles wirklich ordentlich und sauber. Auch die Toiletten sind ordentlich und sauber. Es wird jeden Vormittag hier geputzt. Hier sind die Duschräume. Das ist auch alles in Ordnung. Und ja, hier gibt es halt noch so Duschvorhänge. Ich zeige euch das mal hier. Das ist halt immer so, naja, ne? Aber wie gesagt, es ist ordentlich, es ist sauber, es wird jeden Tag hier geputzt und das ist für mich immer das Wichtigste. Mir macht das nichts aus, wenn es auch mal ein bisschen älter ist. Wichtig ist Sauberkeit. Ne? Also uns hat es gut gefallen. Oh. Ja, und hier ist auch nochmal, sind auch nochmal Stellplätze. Alles schön terrassenförmig angelegt. Und ja, jetzt gehe ich mal hoch. Michael entsorgt noch. Und dann fahren wir weiter. Ja, unser Platz jetzt leer. Oho, leider. Und hier seht ihr nochmal, jetzt sind viele abgereist. Wie schön das angelegt ist hier. Also ein sehr, sehr schöner Platz. So, und hier direkt neben der Einfahrt. Da hinten übrigens seht ihr das Hotel. Da kann man wohl auch, wenn man möchte, Sauna mit benutzen. Ich habe jetzt nicht gefragt, weil die waren eh so unterbesetzt und da wollte ich jetzt nicht noch extra einen Aufriss machen, also die Sauna anmachen. Ja, und hier gibt es jetzt einen Minigolfplatz. Der ist auch sehr schön angelegt und ist auch also praktisch ein bisschen für Freizeitaktivitäten hier gesorgt. Ja, und vom Hotel her, also die taten uns manchmal schon ein kleines bisschen leid, weil ja, die sind halt auch im Moment unterbesetzt und sehr fleißig. Da macht der Koch mit die Bedienung und Rezeption und Campingplatz wird hier mit versorgt. Und ja, die Frau von ihm oder Lebensgefährtin kümmert sich um alles andere. Und die Tochter hilft wohl auch ein kleines bisschen mit. Und es ist halt alles, sagen wir mal so, nicht so einfach, weil auch hier gibt es Fachkräftemangel. Und deswegen haben die das so gemacht. Man konnte dann halt eben Essen bestellen.
Und man hatte dann bestimmte Gerichte als Auswahl. Und ich habe auch mal gefragt, wegen vegetarisch, hätte er auch gemacht, mein vegetarisches Gericht. Also man muss nur vorher bestellen, dass er es vorbereiten kann. Und wenn man dann kommt, dann wird auch recht schnell serviert. Also die Uhrzeit passt dann auch, wenn man sagt, dann und dann ist man da. Dann ist das Essen auch fertig. Und das Essen war sehr gut gewesen. Also es hat wirklich gut geschmeckt. Die haben sich sehr Mühe gegeben. Und von daher war alles in Ordnung. Und ich finde immer sowas, also ich freue mich, wenn man sowas ein bisschen unterstützt. Weil es ist im Moment ja keine einfache Zeit. Und die haben sich wirklich Mühe gegeben. Ich möchte jetzt aber nochmal fragen, warum ich eine Absage bekommen habe per E-Mail. Das möchte ich jetzt heute noch wissen. Weil ich habe nochmal hingeschrieben und gefragt. Ich habe keine Antwort bekommen. Das will ich jetzt nochmal wissen. Mal gucken, was sie sagen. Bin mal gespannt. Michael steht da oben, der entsorgt jetzt. Hier ist also zum Beispiel eine Entsorgungsstelle. Und da oben, wo das andere Wohnmobil steht, da ist auch nochmal eine Fähr- und Entsorgestelle. Und die darf jetzt im Winter genutzt werden. Und hier ist das Wasser abgestellt. Wir brauchten immer nicht viel Wasser. Wir haben dann einfach geholt aus dem Spülhaus, haben wir mit Gießkanne ein bisschen was aufgefüllt, das hat uns gereicht. Ja, und hier hinten dran geht's gleich los mit Wanderwegen. Der eine führt in den Wald. Und hier rechts runter geht es auch lang. Das ist normalerweise die Loipe, nehme ich mal an. Sieht jedenfalls so aus. Und da läuft man dann runter und kommt auf so ein freies Feld mit Häusern und zum kleinen Ort schafft, zu einer kleinen Ortschaft. Und also auch ein sehr, sehr schöner Weg zum Laufen. Und hier geht's halt richtig in den Wald rein, also wunderbar. Hier oben, da sind, das nennt sich Nachtplätze. Hier sind auch nochmal Wohnmobilplätze. Also es ist recht groß hier. Und ja, die sind so dafür gedacht, wenn man nicht so lange bleibt, nur ein oder zwei Übernachtungen. Und dann kann man hier oben also praktisch stehen. Ja, also da sind auch nochmal recht ordentlich Plätze. Insgesamt ein recht großer Platz. Und hier habt ihr dann halt diese Säulen im Frühjahr für Ver- und Entsorgung. Und ja, hier steht, der Wasserspender ist abgestellt, wie gesagt. Da gibt es dann jetzt da oben, wo man Wasser holen kann, wenn man richtig auftanken möchte. Also es ist für alles gesorgt. Geben sich wirklich Mühe. So, jetzt fahren wir mal hoch bezahlen und dann fahren wir weiter. So, ich war jetzt noch mal ganz kurz im Hotel drin und habe noch mal nachgefragt, warum wir denn schriftlich eine Absage bekommen haben. Und mündlich war es kein Problem, weil es hat mich jetzt einfach interessiert. Es war ein älterer Herr dort, ich weiß nicht, was der für eine Aufgabe hat, auf jeden Fall, ich war jetzt nicht so ganz, ich habe das nicht so ganz verstanden, aber die Aussage war die, die schriftliche Absage gab's, weil wenn hier Schnee liegt, dann haben sie nicht so viele Plätze frei, dann sind halt nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen frei und deswegen haben wir eine Absage gekriegt. Auf der Frage, warum ich dann am gleichen Tag ja dann angerufen habe. Ja, bei Telefon, da können Sie dann wissen, okay, morgen und übermorgen gibt's keinen Schnee. Da können Sie dann sagen, Sie können für ein, zwei Tage kommen. Ist kein Problem. Also so war das halt eben. So war das gedacht. Sie sind zu wenig Leute im Moment, die können den Platz nicht räumen. Und da gibt es nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen, die halt hierher kommen können. Und von daher war schriftlich eine Absage und mündlich dann eine Zusage. So, das war die Antwort. Jetzt geht's los. Tschüss. So, und dann ging es weiter nach ins Schwarzwassertal. Da hatten wir eine Info bekommen, als wir den Tag im Obi waren. Hat uns einer angesprochen und hat gesagt, oh, Cottbus. Und der hat hier in der Sportschule studiert und hat uns dann darauf angesprochen, hat sich gefreut, dass er jemanden getroffen hat aus Cottbus und hat uns dann so ein paar Tipps gegeben. Und unter anderem war dieses Schwarzwassertal dabei und der Ort Geier. Und da sind wir dann am 3. in dieses Schwarzwassertal gefahren. Da war es halt sehr frisch an dem Tag, auch ein bisschen regnerisch, ne? Und wir hatten dann aber Nachmittag Glück, kam noch sogar ein bisschen die Sonne raus. Und dann sind wir so ein Stückchen dieses Tal da lang gelaufen. Da gibt es ganz tolle Wanderwege, verschiedene, ne? Ja. Kann man auch hoch zu wandern, auf den Berg ein bisschen hoch. Und also
ganz toll. War wunderschön gewesen und ist im Frühjahr oder Sommer auch wahrscheinlich sehr angenehm, weil das halt durch das, dass so ein Tal ist, da mit Sicherheit auch nicht so viel Hitze reinkommt. Ne? Und wenn man da im Wald lang läuft, könnte ich mir vorstellen, dass das immer schön frisch ist. Und landschaftlich halt auch sehr, sehr, sehr schön. Ja, und anschließend sind wir noch nach Geier abends gefahren und haben uns da auf einen Stellplatz bei der Binge gestellt. Mhm. Und haben erstmal ein Schläfchen gemacht. Also ich war irgendwie total knülle dann. Ja, und dann fiel uns ein, wir haben keine Lust zum Kochen, wir könnten ja eigentlich essen gehen und in diesem Geier war nichts zu finden. Nee. Michael hat alles durchgeguckt und war nichts, war alles zu. Da ja. Gibt es in der Nähe von dieser Binge ist das Huthaus. Ja. Es hatte sehr gute Bewertungen bekommen. Dienstags geschlossen. So war's. Also sind wir nochmal nach Annaberg-Buchholz gefahren. Auf dem Weg nach Annaberg-Buchholz haben wir unsere Schnapszahl erreicht. Die 44.444 Kilometer. Bravo. Beim ersten Mal geklappt. Ja. Wahnsinn. Und ja, und dann sind wir da essen gegangen beim Griechen. Das war schön beim Griechen, hat auch gut geschmeckt. Und da haben wir dann in Annaberg-Buchholz übernachtet, und zwar im Wald. An so einem Wanderwegen, ne, war das. Ja. In so einem Feld, war auch wunderbar, gleich mit dem Hund konnte man raus und da auch laufen gehen. Und da haben wir übernachtet, war ein bisschen stürmisch die Nacht. Ja. Und dann sind wir nochmal zu dieser Binge zurückgefahren, da war das Wetter allerdings an dem Tag nicht so schön, sind aber trotzdem mal runtergelaufen und das kannst du ja jetzt mal erzählen. Ja, die Binge ist ein eingestürztes Bergwerk. Das Ding ist sogar zweimal eingestürzt. Einmal 1704 oder so irgendwann und dann nochmal 1806. Also die haben nach dem ersten Mal nicht aufgegeben, haben weitergegraben, solange bis das Ding das zweite Mal zusammengekracht ist und dann war natürlich Feierabend. Und das hat ein riesen Loch da gegeben. Das wurde später wohl dann nochmal als Steinbruch benutzt, wenn ich das richtig gelesen habe. Also ein Teil der Steine ist natürlich weg. Und da liegen wohl auch noch zwei von den Bergleuten da unten drin, irgendwo, die man da nie rausgekriegt hat. Und ja. Na, die haben, das ist eingestürzt, weil die Die haben extrem Stollen da reingetrieben, so lange, bis das Ding nicht mehr gehalten hat und zusammengebrochen ist. Raubabbau betrieben haben. Genau, man sieht es auch, wenn man da. Man sollte denken, am ersten Mal lernt man, nee, die Lernkurve war flach. Da haben dann weitergemacht, 100 Jahre später ist dasselbe nochmal passieren. Na gut, 4 Generationen. Kaune. Ja, man sieht auch, ne, dass die Löcher noch da. Also ja, zum Teil sieht man auch, wo Stollen da in den Felsen eingetrieben worden sind. Ja, ja. Das ist schon interessant. Und da sind wir runtergelaufen, haben uns das dann nochmal angeguckt. Und dann fing es aber an zu regnen. Und dann war es beendet. Und dann sind wir noch zum Herrn Schubert gefahren. Ja, ein paar Ersatzteile geholt für unsere diversen leckenden Wasserhähne. Der in der Küche fängt nämlich auch noch an. Ja. Aber weiß gar nicht, war das die Kartusche, ja? Hast du immer probiert? Ja, jetzt probiert? Ist ja gut. Ist weg jetzt, sind okay. Beide dicht. Also haben wir das aus. Michael hat gestern den ganzen Tag hier gebastelt und getüftelt und geschraubt und gemacht. Ja, ich habe nicht das, um ehrlich zu sein, habe ich nicht das richtige Werkzeug dazu für diese Mutte zum Lösen, dass die Kartusche raus. Ich habe das mit der Wasserpumpenzange gemacht, das ist grenzwertig. Ich habe gedacht, die Muttern gehen kaputt da dabei. Da brauchst du so eine Art Steckschlüssel, den du draufsetzt, aber der muss auch ganz schmalen Rand haben, sonst kommst du nicht an dem Gehäuse von der Armatur vorbei. Also das Ganze ist nicht einfach. Da gibt es im YouTube, zeigt eine, wie man so einen Steckschlüssel ein bisschen abschleift mit einer Flex und dann passt das. Kannst du den Link mir schicken mal? Dass ja, ich das unten, dann kann ich das unten unter dem Video verlinken, das Video. Ja. Ja, naja, hat mich ja jedenfalls gestern den ganzen Tag dran gesessen, ne? Also wirklich stundenlang. Ja. Gearbeitet, um die Wasserhähne ganz zu kriegen, weil das ist ja wichtig. Ne? Und wir haben dann den Herrn Schubert auch gefragt, weil ich habe gesagt, dann lassen wir es einfach immer so auf 5 Grad laufen. Und Michael war der Meinung, nee, das ist nicht gut, weil die Heizung dann verrußt. Ne? Ja, weil Strom kannst du nicht laufen, die frisst, also der Elektroteil von dieser Heizung frisst derartig Strom. Das geht gar nicht. Und jetzt Diesel ist ja nun auch nicht gerade die umweltfreundlichste Sache, das zu machen.
Aber dann auch noch bei 5 Grad, mein Bedenken war und muss ich auch ehrlich sagen, ist immer noch, dass mir vielleicht die Heizung verrußt bei den niedrigen Leistungen, die sie dann läuft. Aber der Herr Schubert meinte, nee, das würde wohl gehen und die würde sich dann selbst auch freibrennen, wenn es denn so wäre. Wir werden es rauskriegen. Ja, aber ist es denn so schlimm, wenn man das auf 5 Grad laufen lässt? Der springt doch nicht permanent, läuft doch nicht permanent, Nein, natürlich oder? Nicht. So, vor allen Dingen bei den Temperaturen, ja, die wir jetzt haben, da läuft es ja gar nicht. Aber nichtsdestotrotz werde ich das Wasser komplett leer machen, die Leitungen komplett durchpusten, dass da kein Wasser mehr drin, mit Sicherheit kein Wasser mehr drin ist und dann kann normalerweise nichts passieren. Selbst wenn man die Heizung auslässt, ich meine, für was brauchst du dann, wenn alles leer ist, ist so gut? Naja, war jetzt halt nicht hundertprozentig leer. Ja gut, das ist die Lernkurve dann ein bisschen steile, dass ich das etwas... Und woran sieht man das dann, dass das richtig hundertprozentig dann leer ist? Naja, wenn ich den Schlauch von der Dusche abmache und blase direkt da in diese Kartusche rein, da ist dann kein Wasser mehr drin. Das ist mit Sicherheit weg. Musst du mir dann mal zeigen, weil das muss ich ja auch machen, wenn ich mal alleine unterwegs bin. Wenn du unterwegs bist, hast du die Heizung an. Ja, aber wenn ich nach Hause komme und das Auto dann leer mache. Ich zeig dir das, kein Problem. Ja, bitte, das möchte ich mal sehen, weil du musst das ja dann auch machen. Ja, das war's. Also das, was... Ach nee, wir waren ja dann noch in Geier, waren wir ja noch bei den Greifsteinen, waren wir ja noch. Das haben wir ja auch noch gemacht. Da sind wir noch hingefahren, da war allerdings zu, weil es wahrscheinlich so stürmisch war an dem Tag, haben die zugehabt. Ich weiß nicht, ob das im Winter generell geschlossen ist, weil man kann nämlich auf diese Burg, die dort ist, die ist um 1300 das erste Mal erwähnt und wann sie genau, oder wie sie genau dann halt kaputt gegangen ist, das weiß man nicht genau, ob durch einen Brand oder wie auch immer. Auf jeden Fall sind das so die Reste einer Burg. Und da kann man hochlaufen, außen lang, ne, an so einem Geländer, und das war aber zu. Ich weiß jetzt nicht, ob das wegen dem Sturm war, weil es war recht windig gewesen an dem Tag, oder ob das halt im Winter generell geschlossen hat. Naja, aber da war ja jemand bei der Information. Ich meine, wenn das generell zu wäre... Deswegen. Ich bin nicht reingegangen. Ich habe nicht gefragt. Ich hätte mal fragen können, aber habe ich nicht gemacht. Wird schon wegen dem Sturm gewesen sein, dass die Angst haben, dass dann da jemand verunglückt. Ja. Also das ist sehr schön. Dort, da gibt es auch ein kleines Theater, wo man Aufführungen macht im Sommer. Und im Frühjahr, Sommer, Herbst, ist das mit Sicherheit ein sehr, sehr schönes Ausflugsziel. Ein sehr großer Spielplatz für Kinder, wo sie sich austoben können. Ein Kletterwald war da gewesen, wo sich die Jugendlichen oder auch Erwachsene eben betätigen können, also auch ein recht großer. Und dann halt diese Steine dort sind ja eines der höchsten Steine in Sachsen, die zum Klettern genutzt werden auch, für den Klettersport. Und also sehr, sehr schön dort und jede Menge auch Wanderwege von dort führten überall hin in alle Richtungen. Also auch lohnenswert, sich das mal anzusehen. Das Erzgebirge hat uns sehr gut gefallen, gell? Ja. Also ich habe mir, wenn ich ehrlich bin, nicht so schön vorgestellt. Es ist landschaftlich sehr schön und es war natürlich zu dieser Jahreszeit besonders schön, weil alles beleuchtet war. Ich hatte es ja im letzten Video schon gesagt, es war toll in jedem Haus, diese Lichterbögen. Es sieht einfach so schön aus und dann haben die überall Pyramiden zu stehen und riesengroße Lichterbögen an den Häusern dran. Und das ist natürlich so um diese Jahreszeit noch, es ist ja dann noch ein bisschen weihnachtlich, wenn man Silvester da ist. Also das war toll. Also sehr, sehr schön, hat uns gut gefallen. Und mal gucken, wenn wir Zeit haben, würden wir gerne noch mal im Frühjahr oder Sommer irgendwann da mal hinfahren. Weil das war einfach wunderschön gewesen, hat uns gut gefallen. Was gibt's jetzt noch so? Was steht an? Im Moment erstmal jetzt nichts. Ich will mal gucken, ob ich vielleicht im nächsten Monat mal nach Hessen fahren kann. Falls Michael dort zu tun hat, würde ich gerne mal hinfahren, meine Freundin auch besuchen. Und dann werden wir das Wohnmobil sicherheitstechnisch etwas aufrüsten, weil wir noch gar nicht viel gemacht haben. Und ich ja auch mal mitunter jetzt alleine unterwegs bin und ich mich da nicht so sicher fühle. Und da wollen wir jetzt ein bisschen aufrüsten und hier für mehr Sicherheit im Wohnmobil sorgen. Das sind so die nächsten Sachen, die jetzt anstehen. Und dann werden wir mal schauen. Ja, was habt ihr denn Silvester eigentlich so gemacht? Wart ihr auch unterwegs? Wenn ja, wo wart ihr denn unterwegs? Könnt ihr uns ja mal in den Kommentaren schreiben.
Und wir haben ja vor, dieses Jahr nach Schottland zu fahren. Jetzt wurden wir gewarnt von der Beatrix. Lieben Dank übrigens, Beatrix, auch für deine E-Mail mit dem tollen Reiseplan für Schottland. Hat mir jemand, also die Beatrix, zugeschickt. Ganz einen richtigen Plan ausgefeilt, ganz toll. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Vielen lieben Dank. Und die Beatrix hat auch uns gewarnt vor den Mitches. Das wusste ich persönlich nicht. Du, wusstest du das? Nein. Auch nicht. Das sind so kleine Mücken. Die sind genau in der Zeit, wo wir eigentlich hinwollen, da. Und das wären so Beißmücken und die wären sehr lästig und die wären so klein und würden auch durch diese Fliegengitter durchkommen. Und ja, wenn ihr damit Erfahrungen habt, unser Reiseplan war ja so von Mitte Mai bis Mitte Juni, dann sagt uns doch mal Bescheid, schreibt uns das doch mal in die Kommentare. Habt ihr schon Erfahrungen da mit diesen kleinen Mücken gemacht? Und ja, ansonsten sollte das eigentlich so bleiben, dass wir in dieser Zeit fahren. So war das geplant. Ja, suchen wir noch ein bisschen Erfahrungswerte sozusagen. Ja, das war's. Ja, gibt nichts mehr zu berichten jetzt. Flasche leer, ich habe fertig. Ha, Claudia. Wer ist der Claudia? Was erlaube Claudia? Der arme Mann. Ja. Der hat es so schwer bei mir. Tja. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.